Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Gegenstand der Debatte ist bekannt. Neben den reinen redaktionellen Anpassungen umfasst der Gesetzesentwurf Regelungen zur Verteilung und Weiterleitung von Erstattungsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II die Aktualisierung von Bestimmungen zum Mittelabruf und der Regelungen für Prüfung und Nachweis der Ausgaben für die Grundsicherung sowie eine Erweiterung bestehender Auskunftspflichten der Kommunen gegenüber dem Land über Leistungen für Bildung und Teilhabe. Was den letzten Punkt angeht, ist durchaus nachvollziehbar, dass dem Vorschlag des Landkreistages im Hinblick auf die bundesgesetzlichen Vorgaben nicht entsprochen werden konnte. Auch hinsichtlich der Aktualisierung der Bestimmungen zum Mittelabruf und zur Regelungen für Prüfung und Nachweis der Ausgaben für die Grundsicherung haben wir keine Bedenken. Soweit allerdings Artikel 1c des Gesetzentwurfs hinsichtlich der Erstattungsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II vorsieht, dass das fachlich zuständige Ministerium die auf die kommunalen Träger der Grundsicherung entfallenden Anteile nach Anhörung des Städtetages und des Landkreistages Rheinland-Pfalz festlegt, wird aus der vorliegenden Begründung nicht deutlich, inwieweit diese Anhörung im Rahmen der konkreten Verteilung der Mittel Berücksichtigung finden soll. Ich gehe allerdings davon aus, dass in den entsprechenden Ausschüssen noch Gelegenheit bestehen wird, diesen Punkt zu erläutern, sodass ich im Ergebnis sagen kann, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Bedenken von Seiten der AfD-Fraktion gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf bestehen. Vielen Dank.